Mit einer ungewöhnlichen Aktion hat der Kreisverband Wittmund des ostfriesischen Landvolkes auf die Agrarkrise aufmerksam gemacht. Farbe bekennen war das Motto in Utarp, bei der mehrere Milchkühe bunt gefärbt wurden, um der Aktion Ausdruck und Dramatik zu verleihen. Zu dem Gespräch waren Vertreter aller politischen Parteien eingeladen. Sie bekamen von mehreren Landwirten die Auswirkungen der Krise geschildert. Und im laufenden Wirtschaftsjahr, bei den noch weiter gesunkenen Milchpreisen, ist es wahrscheinlich, dass wir ein durchschnittlich negatives Ergebnis bekommen in den Futterbaubetrieben. Das hat es noch nie gegeben und deswegen ist die Situation auch so dramatisch. Aufsehen erregte das Landvolk mit der farbenfrohen Aktion allemal. Doch vor allem fordern und erhoffen sich die Landwirte Unterstützung aus der Politik. Konkrete Zusagen gab es an diesem Tag nicht, doch die Landratskandidaten Holger Heimann und Hendrik Schulz sprachen ihre positive Haltung zur Landwirtschaft aus. Dass das Ausmaß der Krise auch der Politik bewusst ist, erläuterte der noch amtierende Landrat. Es sind viele Landwirte, die einen auch anrufen, privat anrufen und über die Situation mit einem reden und auch mal die private Situation mitteilen, dass sie ihre Lebensversicherungen gerade verkaufen, um Futtermittel dafür einkaufen zu können, um Fristenverlängerung bei dem Landhandel zu bekommen. Das ist schon wirklich schwierig, die Situation. Da hilft es sicherlich, wenn von der Bundesregierung oder auch vom Land Überbrückungen und Bürgschaften gegeben werden. 2009 hat das funktioniert, aber 2009 in der Milchkrise, da konnte man in der Milchkrise schon sehen, dass die Milchkrise irgendwann in ein paar Monaten beendet ist. Das kann man heute nicht. Die bunten Kühe dienten der Aktion des Landvolks nur als Symbolcharakter, denn es sind weit mehr als nur die Milchbauern von der Krise betroffen, erklärt Kreisvorsitzender Manfred Tann. Insgesamt können wir schon von einer weiten Agrarkrise eigentlich auf fast allen Märkten sprechen. Wir haben Schweinepreise gehabt, die monatelang um 1,30 Euro je Kilogramm Schlachtgewicht tendierten. Wir haben im Moment dort jetzt eine positive Entwicklung seit ein paar Wochen. Das ist erfreulich. Aber insgesamt ist es auch zum Beispiel auf dem Getreidemarkt. Wir verkaufen den Weizen 100 Kilogramm. Man möge das überlegen. Im Moment für 13,50 Euro. So ist keine kostendeckende nachhaltige Produktion möglich. Keine Angst, bunte Milch wird es künftig nicht geben. Das zum Färben benutzte Holipulver ist ein reines Naturprodukt und daher völlig unbedenklich und schnell vergänglich. Schon bald sind die Kühe wieder, wie gewohnt, schwarz-weiß.